Mit der komischen Oper Benvenuto Cellini von Hector Berlioz eröffnete im Herbst 2008 Staatsintendant Peter Theiler seine erste Spielzeit in Nürnberg und landete damit zugleich einen Überraschungserfolg. Jetzt ist Benvenuto Cellini in der Regie von Laura Scozzi, die seither an der Nürnberger Oper unter anderem die Zauberflöte, die Reise nach Reims oder die Galanten Indien inszeniert hat, wieder zu erleben. Die Oper Benvenuto Cellini, benannt nach dem gleichnamigen Renaissance-Künstler, erzählt die ebenso burleske wie spannende Geschichte um den Guss der berühmten Perseus-Statue aus dem Jahre 1545. Hector Berlioz bereitet ein berauschendes musikalisches Panorama von Lust und Liebe, Rausch und römischem Karneval bis hin zu Mord und anschließender Begnadigung durch den Papst, um in einem fulminanten Ende doch noch zum Eigentlichen, der Vollendung der Perseus-Statue, vorzudringen und damit dem Bildhauergenie Cellini als Inbegriff des romantischen Künstlers ein ewiges musikalisch-szenisches Denkmal zu setzen.